Arabischunterricht in der Moschee, da steht der Imam vor und macht so: Kul huwallahu ahad. Dann sagen die auch: Kul huwallahu, wie? Kul huwallahu ahad, sagen die Kinder danach. Wie willst du so Arabisch lernen? Das ist kein System, wie du Arabisch lernst, deswegen siehst du, und jetzt will ich die Köpfe wieder nicken sehen, dass viele Leute hier aufgewachsen sind, haben Hocharabisch Unterricht gehabt, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, und wenn ich zu denen sage, Malakum takakatum alaykatakakuikum ala di jinnatin yufranki anni, verstehen die kein Wort. Aber das ist auch schwer. Aber Alhamdulillah. Was ich meine ist, es ist wenig davon geblieben. Warum? Weil das System ist gar nicht da. Weil, wenn du hier jemanden Arabisch Unterricht geben willst, muss jemand Arabisch Unterricht geben, der was hat? Der eine Qualifikation dafür hat. Wer hat Qualifikation dafür? In diesem Fall jemand, der Arabischunterricht für Nicht-Araber gelernt hat. So einfach ist das. Beispiel, bei uns in Mekka, wo wir studiert haben. In den ersten 2 Semestern haben wir es fast nur mit Lehrern zu tun, die aus dem Sudan kommen oder aus Ägypten und dort ein Zertifikat bekommen haben, wie man Nicht-Arabern die arabische Sprache beibringt. Wo ist einer hier in Deutschland, der diesen Kurs durchgemacht hat? Das ist das Problem. Denn zum Beispiel, es ist ein Unterschied, ob jemand Arabisch kann oder Arabisch beibringt. Beispielsweise ist ein Unterschied, ob jemand ein Auto fährt, ja, oder ob er Kfz-Mechaniker ist. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist dieser Unterricht ohne Früchte. Und der nächste Grund, warum die Unterrichte ohne Früchte sind, ist was? Weil Arabisch ist eine schwere Sprache. Ist Arabisch wichtig im Islam? Arabisch ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist erstmal, dass du verstehst, was ist Islam? Wer ist Allah? Wer ist der Gesandte Allahs? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert im Jenseits? Denn wenn du das verstanden hast und weißt, dass dieses Buch der Schlüssel ist, die Wahrheit ist, die zum Licht führt, zum ewigen Leben im Paradies, dann wirst du sagen, ich will Arabisch lernen. Die deutsche Sprache ist nicht in der Zukunft, ist schon der Fall. Sie können die deutsche Sprache besser als ihre Heimatsprache. Die Araber, die hier aufgewachsen sind, können sowieso in den meisten Fällen den Dialekt, wenn dann der Imam anfängt, Hocharabisch zu sprechen, ist das so, als wenn ein Italiener hört, wenn jemand Latein spricht. Er versteht nicht viel. Ja, versteht er nicht viel von der Khutbah. Subhanallah. Das war jetzt gerade auf Ägyptisch. Isaiah heißt, wie geht's dir? Ja, Ragul. Normal auf Arabisch, ja, Rajul. Das heißt, das Wetter ist heute schön. Nur für die Nicht-Muslime oder für die, die das nicht verstanden haben. Auf jeden Fall, der versteht nicht. Der versteht, guck mal, die Dialekte, wie weit die entfernt sind. Wie weit die entfernt sind von der. Vom Hocharabischen. Ägyptisch, heltisch, rebsagayir, rauchst du. Aber ich hoffe nicht, dass ihr raucht. Marokkanisch, tegarru, rauchst du. Tunesisch, tekayif. Hocharabisch, hel enta tudachinu. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nix.